Hallo, hier ist Ben und im folgenden Video werde ich einige Grundlagen der Benutzung von PHP-Tools für Visual Studio zeigen. Direkt im Visual Studio können Sie über Erweiterungen und Updates PHP-Tools finden und installieren. Hier werden Sie zudem über automatische Produktupdates benachrichtigt. Nachdem Sie das Installationspaket heruntergeladen und ausgeführt haben, wählen Sie, in welche bereits installierte Visual Studio-Version PHP-Tools integriert werden soll. Graue Felder bedeuten, dass die jeweilige Version noch nicht installiert ist. Vor der eigentlichen Installation müssen Sie Visual Studio schließen und warten, bis die Installation fertig ist. In der Visual Studio Umgebung können Sie sich versichern, ob das Programm korrekt installiert wurde, herausfinden, was Ihre momentane Version ist und ebenfalls die Gültigkeit Ihrer Lizenz prüfen. Der erste Schritt ist, ein PHP-Projekt zu erstellen. Gehen Sie auf Datei, Neues Projekt, um ein neues Projekt zu erstellen, oder um an einem bereits existierenden Projekt zu arbeiten. Wählen Sie in diesem Fall einfach PHP als Projekttyp und befolgen Sie die Anweisungen. Geben Sie an, wo sich die Dateien befinden, welche Dateitypen ignoriert werden sollen und so weiter. Für den Zweck dieses Videos werden wir ein neues Projekt erstellen. Gehen Sie auf Datei, Neu, Projekt und wählen Sie PHP aus dem Andere Sprachen-Menü aus. In unserem Fall werden wir ein Webprojekt erstellen. Die andere Möglichkeit wären PHP-Konsolenanwendungen, und weitere Projekttypen können in Zukunft hinzugefügt werden. Nachdem Sie den Namen und Pfad gewählt haben, klicken Sie OK und Sie werden den Projektmappen Explorer sehen mit den Projektdateien und dem eigentlichen Bearbeitungsfenster. Zunächst werde ich das Projekt starten und sehen, ob alles korrekt eingestellt ist. Starten Sie das Projekt, indem Sie den entsprechenden Knopf oder die F5-Taste drücken. Wenn PHP auf Ihrem PC noch nicht installiert ist oder etwas nicht richtig eingestellt ist, erscheint dieses Fenster. Hier kann ich mit nur einem Klick eine bereits vorkonfigurierte PHP-Version herunterladen und installieren, inklusive einer Erweiterung zum Debuggen, genannt XDebug. Im Extras-Optionen-Menü kann ich mich vergewissern, dass PHP korrekt installiert und konfiguriert ist. In der PHP-Tools-Interpreter-Karte kann ich sehen, welche Version ich benutze und wo sich die Konfigurationsdatei befindet. Im Fall von Problemen werden hier Warnungen und Tipps erscheinen. Ich werde versuchen, das Projekt nochmal zu starten. Beim ersten Start muss ich den Debugger in meiner Firewall zulassen und danach wird sich mein Browser mit dem ausgeführten Skript öffnen. Der entsprechende Knopf oder Umschalttaste F5 beendet den Debug-Vorgang. Oftmals habe ich ein bereits existierendes Projekt und habe in dessen Ordner auf meiner Festplatte weitere Dateien, die ich zum Projekt hinzufügen will. Dies geht am einfachsten, indem ich auf Alle Dateien anzeigen im Projektmappen Explorer klicke. Zusätzliche Dateien auf meiner Festplatte werden grau erscheinen und ich kann sie im Menü direkt ins Projekt einfügen. Auf ähnliche Art und Weise kann ich Gegenstände auch aus dem Projekt ausschließen. Ich werde nun die Grundlagen des Debuggens des PHP-Programms testen. Ich werde einen klassischen Haltepunkt irgendwo im Code einfügen, indem ich F9 drücke. Nachdem das Projekt gestartet wird, wird das Programm am gewählten Punkt halten und ich kann den Status der Anwendung, lokale Variablen und die Aufrufliste erforschen oder gegebenenfalls einen weiteren PHP-Code ausführen mit Hilfe des Direktfensters. Ich persönlich bevorzuge das Überwachungsfenster. Ich werde jetzt das Debuggen unterbrechen und etwas Interessanteres schreiben und es dann debuggen. Ich werde eine neue Klasse hinzufügen. Der Schnelligkeit halber werde ich FUNC schreiben und Tab drücken und ein Funktionsschnipsel wird eingefügt. Ich werde einen Namen hinzufügen und das Schnipsel mit der Enter-Taste schließen. Bemerken Sie, wie IntelliSense Empfehlungen gibt und passende Worte je nach Kontext einfüllt. PHP-Doc kann praktischerweise zur Dokumentation verwendet werden und IntelliSense nutzt dies voll aus. Ich werde jetzt noch eine Eigenschaft ohne PHP-Doc erstellen und den Funktionskörper ausfüllen. Ich werde eine Klasse in eine neue Variable initialisieren und werde versuchen, ihre Eigenschaften zu benutzen.
Wenn ich versuche, das Programm auszuführen, stoppt das Verfahren automatisch bei einem Laufzeitfehler. Indem ich mit der Maus über die Fehlermeldung fahre, kann ich die Ausdruckswerte sehen und herausfinden, worin das Problem liegt. Ich werde es reparieren, einen Haltepunkt einfügen, um sicherzugehen, und das Programm neu starten. Ich kann die Variabelwerte erneut prüfen und den Status des Programms sehen. Oftmals würde ich das Programm gerne in Einzelschritte aufteilen oder in eine Funktion schreiben. Die Liste der möglichen Befehle finden Sie im Debuggen-Menü. Die F11-Taste lässt Sie einen Einzelschritt durchführen und Umschalttaste F11 lässt Sie bis zum Rücksprung ausführen. F5 führt die Programmausführung fort. Ebenfalls interessant sind die anderen Möglichkeiten, die sich so ähnlich wie möglich wie die anderen Sprachen, die zusammen mit Visual Studio kommen, verhalten. Die Aufrufliste ist sehr nützlich. Wenn Sie das Programm unterbrechen, kann sie zwischen einzelnen Rahmen im Stapel wechseln. Dies ermöglicht mir, die sichtbaren Variablen im momentanen Bereich zu erforschen. Ein Doppelklick auf den Rahmen, der Sie interessiert, reicht. Wenn mich ein Ausdruckswert interessiert, kann ich mit der Maus über ihn fahren, einen Anker anwenden und den Ausdruck ins Überwachungsfenster hinzufügen. Wenn ich die Zeile mit der F10-Taste ausführe und sich der Wert ändert, werde ich den neuen Wert sofort sehen. Ich werde jetzt sehen, was IntelliSense alles anzubieten hat. Das Ganze basiert auf einer Typanalyse des Codes anhand der Informationen aus PHP-Doc, was automatisch erstellt wird, wenn ich Schrägstrich Sternchen Sternchen über der Kopfzeile schreibe. Ich kann beobachten, dass IntelliSense alles anbietet, was es weiß. Auch wenn ich PHP-Doc mit den Typinformationen lösche. Der Editor erkennt, in welchem Kontext der Code geschrieben wird, reagiert sofort auf Änderungen und hilft dadurch beim Programmieren. Er kann sogar mit der Sichtbarkeit der Funktionen im gegebenen Kontext arbeiten. Die Hinweise sind ebenfalls praktisch. Sie zeigen mir alle verfügbaren Informationen, welche oftmals direkt vom PHP-Doc erhalten werden. Dies zwingt einen sozusagen dazu, seinen Code zu dokumentieren und die Stärken des IDE voll auszunutzen. Für eine bessere Übersicht über den Code kann ich natürlich gewisse Partien reduzieren, indem ich die Maus benutze oder Steuerung MM drücke. Steuerung MO reduziert alles. Der Editor erlaubt mir zudem, Kommentarblocks zu reduzieren, die aus mehreren Zeilen oder Einzeilenblocks bestehen. Die Fehlerliste und Aufgabenliste liefern mir eine gute Übersicht der Fehler und meiner Kommentare im ganzen Projekt. Es ist hierbei wichtig, in den Kommentarmodus in der Aufgabenliste umzuschalten. Kommentare, die mit den gegebenen Kommentartokens beginnen, erscheinen hier. Sie können sich aussuchen, welche Tokens hier gezeigt werden, und zwar im Extras-Optionen-Menü im Umgebung- und Aufgabenliste-Ordner.
Die Standardoptionen sind To-Do und Hack. Zudem können Sie hier eine Sammlung von Kommentaren aus dem PHP-Doc finden unter dem Kennsymbol Add to Do. Ich werde ein neues Skript hinzufügen und die Schnittstelle als iDemo deklarieren. Ich werde MyClass 1 durch diese Schnittstelle erweitern und mit Hilfe des Smart Tags dessen Funktionen implementieren. Ich kann mit der Maus über die blau unterstrichene Stelle fahren und einen Befehl aus dem Menü wählen oder Steuerung Punkt drücken und mit den Pfeilen einen Befehl markieren und mit der Enter-Taste bestätigen. Die Funktionen werden ans Ende des Klassenkörpers hinzugefügt, inklusive eines To-Do-Kommentars, sodass ich nicht vergesse, sie zu implementieren. Zudem werden Region- und End-Region-Kommentare vorangestellt und angehängt, was später ermöglicht, die hinzugefügten Codes zu reduzieren. Diese Funktion kann logischerweise ausgeschaltet werden im Optionenmenü unter der Kategorie Texteditor PHP erweitert. Die PHP-Sprache vermischt sich oft mit anderen Sprachen innerhalb einer Datei. Dies ist einer der Gründe, warum sie so beliebt ist, obwohl das Ganze die Erhaltung des Codes bedeutend erschwert. PHP-Tools integriert sich direkt in den HTML-Editor, der zusammen mit Visual Studio geliefert wird. Wenn wir HTML-Code schreiben, können wir IntelliSense, Formatierungsoptionen, HTML-Entwürfe und Unterstützung von externen Erweiterungen voll ausnutzen. Der Hotkey STRG plus KD formatiert das Dokument und zieht dabei HTML, PHP, JavaScript und CSS in Betracht, sowie die relativen Positionen ihrer Codeblocks. Ich werde einige HTML-Tags in meinem PHP-Code hinzufügen und ich werde ein paar Funktionen im HTML-Editor ausprobieren, der auch die PHP-Sprache enthält. Nun werde ich noch etwas hinzufügen, damit das Ganze nicht so leer ist. Wir können gleich beobachten, dass IntelliSense und andere Funktionen des klassischen HTML-Editors auch für Codes außerhalb von PHP funktionieren. Außer HTML werde ich nur noch etwas JavaScript hinzufügen, mit Hilfe von IntelliSense, das klassische Hello World im JavaScript. Ein klein wenig CSS noch. Und dann kann ich noch schnell zeigen, dass der PHP-Editor viele Funktionen aus dem eingebauten HTML-Editor direkt von Microsoft nimmt. Dies bietet mir ein starkes Instrument für die Entwicklung von Webseiten. Ich habe nämlich HTML, JavaScript und CSS alles in einem Paket. Ich werde den Code erneut laufen lassen, um das Resultat zu sehen. Okay, es sieht aus, als ob ich etwas vergessen habe. Ich werde include ins Script hinzufügen mit einer Deklaration meiner Schnittstelle. Indem ich einen Strichpunkt schreibe, wird sich die Anweisung selbst formatieren und ich kann das Ganze nochmal versuchen. Okay, sieht gut aus. Für eine schnelle Navigation innerhalb der Datei ist die Navigationsleiste sehr nützlich. Die linke Leiste enthält einen globalen Code und Klassen, während die rechte Member davon enthält, was auf der linken Leiste steht, also Funktionen, Konstanten oder Klassenmember im Falle von Klassen. Die meistbenutzte Eigenschaft ist sicherlich G zur Definition oder F12, womit ich direkt zur Stelle in der Deklaration springen kann, wo mein Tastaturzeiger sich befindet. Dies funktioniert so wie für meinen Code als auch für Symbole, die im PHP an sich eingebaut sind. Im letzteren Fall gibt mir der Editor die Vorschau der Deklaration,
so wie sie in der PHP-Sprache aussehen würde. Versuchen Sie es selbst. Wenn ich etwas benutze, was ich nicht kenne, zum Beispiel PDO, kann ich einfach die F1-Taste drücken und eine Website mit einer detaillierten Dokumentation öffnen. IntelliSense zeigt mir sogar ausführlich die Parameter der Methoden. Nun werde ich noch schnell zeigen, dass Sie das Projekt direkt im Visual Studio auf einen Fernserver hochladen können. Im Projektmenü gibt es mehrere Veröffentlichungsprofile zur Auswahl mit Hilfe des Veröffentlichen-Befehls. In den späteren Ausgaben von Visual Studio können Sie den Test Explorer abrufen, in den PHP Tools seine Unterstützung für PHP Unit Testfälle integriert. Um dies zu zeigen, werde ich einen erstellen. Die Datei muss mit dem Suffix test.php enden, die Klasse, die den Test enthält, muss mit dem Suffix test enden und der Testfall muss mit dem Wort test beginnen oder dem Tag addTest im PHP-Doc enthalten. Die ganze Klasse sollte die Klasse phpUnit-Framework-TestCase erben. Der Test Explorer wird dann automatisch alle Testfälle anzeigen. Ich kann die Tests starten, sehen, wie lange sie dauern und was ihre Ergebnisse sind. PHP Unit ist bereits vorinstalliert und muss überhaupt nicht konfiguriert werden. Ich werde nun einen Test schreiben, der fehlschlagen wird, zum Beispiel indem ich durch 0 teile. Wenn ich jetzt den Test starte, sehe ich ein rotes X mit den Details des Fehlers, inklusive der Aufrufliste, wo ich durch ein Klicken direkt zum Fehler geleitet werde. Zurück zum Projekt Mappen Explorer. Es ist ratsam, die Eigenschaften des Projekts zu prüfen, besonders die Webseite, die beim Starten geöffnet werden soll. Die voreingestellte Aktion ist, dass die Datei, die ich gerade bearbeite, geöffnet wird. Es wäre zu empfehlen, dies auf irgendeinen index.php zu ändern. Sie können ebenfalls wählen, wie Ihr Projekt gestartet werden soll. Das war's für den Moment. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.